Und so gehen wir also rein in das Spiel gegen die Montreal Canadiens, schließen in der heutigen Folge den Januar ab und starten jetzt rein gegen die Kanadier. Mal gucken, was hier heute drin ist. Wieder mal rechter Flügel, wieder mal die ersten 20 Minuten dieser Partie. Und dann geht's auch schon los. Ja, direkt mal den Puck erobert, sehr gut. Und führen das Ganze hier schon mal an. Ja, ich habe heute nicht so wirklich ein Thema mitgebracht, aber wir schauen einfach mal, wie sich die Folge entwickelt. Das war schon mal ein ziemlich harter Schuss, allerdings auch locker gefangen in der Fanghand. Ja, Nick Suzuki spielt bei den Gegnern, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, was die NHL so angeht. Also ich habe mal ein Spiel von den Canadiens geguckt, obwohl ich das eher weniger mache, weil ich einfach nicht so viel mit denen zu tun habe. Wenn ich Kanadier verfolge, dann sind sie Calgary Flames. Das wisst ihr ja, denke ich mal, mehr oder weniger. Ja, und Suzuki, der war einfach übel krass damals in dem Spiel und seitdem das ein bisschen verfolgt. Ja, deswegen ist Nick Suzuki eben zum Beispiel einer, den ich da ja ganz gut fand, öfter mal verfolge. Genau. Ja, wir haben die letzten zwei Spiele verloren, steht da unten. Das ist natürlich nicht sehr erfreulich. Dafür jetzt aber die 2 Minuten Powerplay, die können wir schon mal nutzen, dass wir heute dann zumindest gegen die Canadiens gewinnen. Mit einer kleinen Herausforderung gehen wir auch rein, macht das erste Tor, gibt doppelte XP. Dann wollen wir die doch mal nutzen. McCann mit dem Sieg beim Bully, Burakovsky, dann Bjorkstrand. Wir rennen da auch einfach mal ganz entschlossen dazwischen, macht ja überhaupt nichts. Ja, bisher sind wir noch nicht so richtig krass im Angriff. Spiel einmal zurück vielleicht. Nee, das klappt nicht. Aber naja, immer weiterhin Powerplay hier. McCann wollte gerade zu uns passen. Der Pass geht auch noch nicht durch. Ja, eine Strafe wurde sich da abgeholt von Seattle wegen Beinstellen. Das war hier Burakovsky. Und somit ist es dann ein 4 gegen 4, beziehungsweise wir werden halt einfach runtergenommen. Jetzt also Powerplay für die Canadiens. Wir müssen da hinten gegenhelfen. Da kommt nämlich schon Suzuki, den ich angesprochen hatte, gerade zum Schuss. Einige Chancen, die recht gefährlich waren und jetzt müssen wir tatsächlich erstmal runter. Oder auch nicht, denn eine Minute später kommen wir direkt wieder drauf, wo das Powerplay der Canadiens zu Ende ist. In die Mitte rüberlegen, klappt leider nicht. Ja, was klappt hier heute eigentlich? Bisher gar nichts. So, 11 Minuten und eine Sekunde haben wir noch im ersten Drittel. Also, ja, noch nicht weit fortgeschritten in der Partie. Jetzt mal in die Mitte legen auf McCann. Gute Chance für ihn und Pad Save vom Goalie. Ja, der hat dann nochmal im letzten Moment die Ecke geahnt. Mit der Eroberung. Jetzt können wir erstmal vorne ein bisschen Unruhe stiften und das funktioniert auch ganz gut. Duclair hier mit dem Rebound. Nächste Chance McCann. Voller Druck geht an. Ja, unsere Energieleiste ist auch noch relativ gut dabei. Die Bullies gewinnen wir weiterhin. 10 zu 2 jetzt mittlerweile. Also das ist schon eine gute Dominanz, die McCann da auspackt. Wieder Rückpass auf uns. Da war jetzt leider der Stock nicht so gut, aber da ist er rübergelegt auf McCann von Duclair. Einmal durch. Wir haben auch noch den zweiten Assist irgendwie bekommen. Ja, schönes Tor für uns. 1-0, endlich die Führung. Und McCann mit seinem 16. Saisontor. Wir legen dann nochmal nach und versprechen das nächste Tor. Also haben wir auch weiterhin gut was zu tun hier gegen Montreal. Oh, was knallt da denn hinten? Das war auch schon wieder gefühlt ziemlich knapp. Der Pass auf Duclair geht nicht durch. Ja, weiterhin Angriff für Montreal, aber gut abgewehrt von unserer Abwehrreihe. Burakovsky jetzt über den linken Flügel. Wir kommen da gar nicht in unsere Position, oder? Ne, da wird auch noch intercepted. Dann gehen wir lieber mal raus mit dem Funken Ausdauer, das wir noch haben. Natürlich passiert instant ein paar Sekunden danach der Ausgleich 1 zu 1. Ja, so ist das. Wenn der Anführer der Kraken also vom Eis geht, dann gibt es hier direkt mal den Ausgleich. Ja, was soll ich dazu sagen? Also mittlerweile sind wir halt wirklich in diese Rolle auch reingewachsen. Mit 49 Punkten, die wir mittlerweile haben, sind wir ganz klar an der Spitze vom Team. Ja, und so ergibt sich das dann auch, dass direkt, wenn wir runtergehen, auch mal ein bisschen Qualitätsverlust da ist. So, jetzt mal rechter Flügel. Das Verhalten eben gerade finde ich vollkommen scheiße. Das ist so ein. Hä? Ich verstehe es nicht mehr. Seit diesem NHL, seit diesem 24er-Teil. Ist es so, wenn du den Pass anforderst und im gleichen Moment den Pass kriegst, dass du ihn einfach durchlässt? Ja, Suzuki übrigens gerade im Angriff. Und ja, keine Ahnung, das war früher halt auch nicht so. Also in FIFA kenne ich das ja, aber nicht. Ja, das ist ein Foul. Danke, McCann. Es ist halt keine Ahnung, was soll ich dazu sagen. Ja, fahr in dein eigenes Tor rein am besten. Ja, passiert halt auch noch wirklich wegen dem starken Pressing hier, obwohl die jetzt einen extra Mann drauf haben. Jetzt wird es schon ohne Powerplay sozusagen richtig gefährlich. Oh, den konnten wir nicht mehr blocken. Der ist ganz knapp an uns vorbeigeflogen und noch knapper am Tor vorbei. Ja, jetzt Montreal wieder in der Druckphase, aber zum Glück 3 Mann auf Suzuki und trotzdem kommt er zum Abschluss. Alter, und nochmal. Ja, McCann hier mit dem wichtigen Block hinten. Also wenn so einer mal durchgeht bis zum Goalie, dann ist auch ganz gefährlich. So, jetzt vielleicht mal Konter nach vorne auf Larsen, den Verteidiger. Aber er geht trotzdem durch, als wenn er ein Macher wäre.
Dann wäre da ganz gut zum Abschluss gekommen. So, jetzt aber Montreal nächster Schuss und wieder Seattle mit dem Konter. Geht aktuell ziemlich schnell hin und her. Ziehen das mal auf uns hier und gehen mal zum Schlagschuss über. Ja, das war nicht unbedingt geplant, dass er reingeht, sondern dass Burakovsky den Rebound kriegt, so wie er es gekriegt hat. So, jetzt einmal außenrum hier an allen vorbei und vom Goalie ziehen. Nee, da ist zu viel los vom Torwart, vom Goalie. Ja, dann sparen wir uns einfach mal ein bisschen Energie. Entspannen hier. Voller Druck geht ja trotzdem an. Das ist auch ein bisschen lost, dass sie hier nicht angreifen. Ja, dann fahren wir mal außenrum. Bringt uns zumindest einen Offensivbully. Es geht wieder rauf. Weiterhin 1:1 hier in diesem Spiel. Oh, da wäre es beinahe fast schon das Gegentor gewesen. Nächste Aktion von Montreal. Und jetzt liegt Grubauer endgültig am Boden. Ja, geile Aktion von Montreal, muss man leider sagen. Noch geilerer Jubel dazu. Und die Führung auch verdient im Endeffekt. Ihr habt ja gesehen, dass das Spiel so ein bisschen gekippt ist auch. Ja, da sind die einfach mit Tempo reingefahren, dann nochmal den Rebound geholt. Und Grubauer, den hat es da ähnlich ausgehebelt wie den Goalie von Montreal beim 1:0. Naja, einfach weitermachen. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal ein richtiges Druckmittel dafür, dass wir das Tor hier brauchen. Also müssen wir uns jetzt hier maximal mal anstrengen. So, irgendwie in die Spitze. Oh Mann, ey, nein. Was ist das denn für eine... Oh, da hätte ich mir wieder einen geben können für, Alter. Für so einen Mist. Ich habe so lange den Pass auf, mit dem Pass aufgeschoben, dass wir dann am Ende noch fast einen richtig bösen Intercept bekommen hätten. So, schon wieder, Mann. Es ist so ein Müll. So ein Müllfeature, ganz ehrlich. Was haben die da reingepatcht? Oder bin ich einfach zu blöd dafür? Wisst ihr, es ist halt wirklich so. Ich drücke gerade R2, womit man den Pass anfordert. Und eine Millisekunde davor oder danach kriegen wir den Pass sowieso schon. Ja, schön abgefälschter Kram da. Und deswegen spielt er ihn einfach weiter. Das ist halt echt nicht das erste Mal. Und in dieser Partie jetzt bestimmt das dritte. Komm hin da, jetzt nicht noch veralbern lassen. Suzuki fährt wieder ein mit Tempo. Ja, war ich's? Weiß, natürlich war ich das, Alter. Natürlich. Ja, 2 Minuten, da wird wohl nichts draus aus dem Preis von der vorletzten Folge, dass wir vielleicht der fairste Spieler der NHL sind. Mittlerweile haben wir uns auch ordentlich Zeitstrafen eingeholt. Ja, besonders dumm war daran halt auch, dass wir nur noch 2 Sekunden hatten in diesem Drittel. Und jetzt fangen wir also an mit dem dritten Drittel von der Bank aus. Ja, können uns nochmal ausruhen, bevor wir dann nochmal zum Final Punch ausholen, oder? Boah, ich hoffe, dass das noch gut geht, dass wir überhaupt noch dran sind als Team. Nee, Powerplay-Tor von Caulfield. Es war halt offensichtlich, ne? Die sind halt echt krasser hier, die Canadiens, in diesem heutigen Spiel. Ich habe schon öfter mal gesagt, ne? Über eine Saison 80 Spiele so erstmal draufdreschen. Da kannst du mal ein Spiel so auch verlieren, ne? Obwohl ich denke, dass wir eigentlich ziemlich krass unterwegs sind. Es kann halt einfach mal passieren, du kannst nicht jedes dieser 80 Spiele gewinnen, auch wenn das mal eine gute Challenge wäre, aber eher nicht so, ne? Auch heute ist aber auch nicht mein Tag, ne, was das angeht. Auf uns ziehen die Gegenspieler und dann passen wollen. Im letzten Moment klappt absolut nicht. Und da hat er dann auch sein zweites Tor heute. Ne, sein drittes. Hattrick einmal. Da gehen die Mützen schon fliegen. Heimspiel für Montreal. Dementsprechend all ihre Mützen dabei. Ja, und da gibt es ordentlich was zu feiern. Und für uns eine ganz große Herausforderung. Ob wir hier heute nochmal wiederkommen, weiß ich nicht. Vielleicht ja jetzt. Mit 2 Mann Überzahl, 2 Mann Powerplay, 5 gegen 3. Da sollte doch mal auf jeden Fall eine gute Chance drin sein. Sprunch auf McCann, auf Burakovsky. Wir stehen hier auch noch, by the way. Jetzt aber um den Goalie rum. Junge, da stehen kaum noch Leute hier. Komm, weitermachen. 2 Mann. Einer noch abgefälscht, McCann. So, und wieder durch die Mitte. Wir fahren hier durch und um. Und Strawberry Junior mit dem Anschlusstreffer, kann man ja gar nicht sagen. Immerhin mit einem Treffer. Ja, sehr gutes Tor. Einfach mal mit Pace vorbeigegangen. So wollte ich das haben. 24. Saisontor für uns. Und da sind die vereinzelten Fans hier in Kanada. Die feiern für uns scheinbar auch was. Diese Animation gibt es eigentlich immer nur, wenn man irgendeinen Meilenstein erreicht hat. Vielleicht erfahren wir da ja später mal mehr. Auf jeden Fall ist der Coach erstmal zufrieden. Dem haben wir ja vorhin ein Tor versprochen. Dieses Versprechen konnten wir halten. Ich wusste, bei diesem Powerplay würden wir gleich ein Tor schießen, hat der Coach gesagt. Ja, dann lasst uns mal weitermachen. 1 Mann Überzahl haben wir ja weiterhin. 5 gegen 4, 13 Minuten 30 noch circa. Und es steht 2:4. Also wir brauchen jetzt zügig ein Tor. Dann können wir auch natürlich davon sprechen, dass hier ordentlich was laufen könnte von der Psyche her. Burakovsky, nächste Chance. Wir besetzen die Center-Position. Leider dazwischen gegangen mit dem Schläger.
Komm, fang das Ding oder wir nehmen ihn. Und dann wieder ganz schnell ab nach vorne. McCann auf Burakovsky. Wir im Rücken, wir im Rücken und zum Abschluss. Abschluss oder Schuss, wie auch immer, alles. So, nächste Chance für uns. Und da war die Fanghand im letzten Moment oben. Habt ihr diesen Abschluss gesehen und diese noch geilere Parade? 8 Minuten bleiben uns jetzt noch ganz genau. Erstmal aufpassen, dass da hinten nichts passiert. Warum schläft denn die Verteidigung so? Und Grubauer, unser Held in dieser Situation, der uns noch drin hält in der Partie. Ja, komm. Circa 8 Minuten jetzt noch, 2 Tore. Das kann man schaffen. Und wenn ihr mal zurückdenkt an die Playoff-Wunder da von der letzten Saison, da gab es ja einen richtigen Schocker. Also, vielleicht können wir so ein Ding ja auch wieder auspacken. So, rechter Flügel von Strawberry bespielt rüber auf Duclair. Paar Meter nach vorne, der hakt nochmal nach, so dass da am Ende dann trotzdem bei Grütze rauskommt. Naja, wir brauchen jetzt einfach Pressing, müssen hinten natürlich auch ein bisschen mehr ins Risiko gehen. Aber das macht das Spiel generell auch offener. Also habe ich gar nicht so das Problem bei als Stürmer. Komm, Spiel weiter, Grubauer. Das war auch ein enormes Risiko. Aber wir haben uns eine Behinderung abgeholt. Also nicht wir, sondern wir haben die Behinderung provoziert. Und das ist natürlich schon mal ein immenser Vorteil, jetzt ins nächste Powerplay zu gehen. Ein Mann mehr gibt es jetzt. Der läuft da unten ein. Borgen wieder. Der nächste Rebound für uns. Landet wieder bei Strawberry. Kurzecke. Nein, Stockhand ist da, beziehungsweise der Schläger selbst. Und jetzt gibt es 2 Minuten Powerplay. Wegen dieser Behinderung, die an uns ausgeübt wurde. Und mit circa 3 Minuten. Auch das ist Behinderung. Und das wird geahndet von den Refs. Also da kann man wirklich mal klatschen. Das war wirklich mal geil entschieden. Ich meine, er kommt da runter von der Strafbank. Aber joinkt auch völlig in uns rein. Also, ja, deswegen wurde dieser Konter unterbrochen. Deswegen gibt es Behinderung. 2 Minuten Strafe. Das ist sehr geil entschieden. Ja, es ändert aber leider nichts daran, dass die Kraken hier bisher nicht wirklich gefährlich sind im dritten Drittel. Außer unserer einen Aktion. Da müssen wir jetzt. Oh mein Gott, daneben geschlagen. Komm, mach weiter. Ne, es war schon wieder dieses Anfordern und Passen. Im gleichen Moment. Ne, den ziehen wir wieder auf uns, aber nicht erfolgreich. Ja, nächste Strafe. Nächste Strafe. Lass sie meinetwegen an die Scheibe rangehen. Das macht mir jetzt auch gerade nicht so viel. Abgeschirmt in die Mitte auf McCann durch die Beine. Nein. Aber 5 gegen 3 für 28 Sekunden. 1 Minute 13 noch. Ich weiß nicht, ob die KI das macht. Ich fände es lustig, wenn unser Goalie jetzt auch nochmal runtergeht. Also sozusagen dann vorne wirklich 6 Angreifer sozusagen. Und dann einfach gegen 3 Verteidiger. Das wäre witzig. Junge, warum werden wir schon wieder runtergenommen? Was ist das denn, Alter? 31 Bullies gegen 13 Bullies haben wir gewonnen. Also McCann, gute Arbeit geleistet heute, was den Punkt angeht. Wir stehen da schon wieder, kommen jetzt auch drauf. So, nächste Chance und in die kurze Ecke und da ist er drin. Tolvanen mit dem Treffer. 3 zu 4. Sehr gut, da ist das Team auf jeden Fall bei ihm und feiert. Und jetzt brauchen wir ein Tor in circa einer Minute. Wir werden den Goalie wahrscheinlich runternehmen, wie ich es gerade angesprochen hatte. Sehr guter Abpraller übrigens. Und dann gibt es ja auch noch die Chance dadurch, dass wir immer noch einmal im Powerplay sein dürften. Das ist natürlich jetzt eine super Chance. Alter, geiler spitzer Winkel und hinten durchgeschoben. Und bis zum Ende gibt es hier also Powerplay. Ich frage mich nur, warum unser Coach uns nicht einwechselt. Ich würde jetzt so gerne raufkommen, aber nächste Chance von Seattle. Alter, was geht hier ab? Aber jetzt wieder ein bisschen Zeit, die Montreal von der Uhr nehmen kann. Ich möchte, dass dieser Goalie aus unserem Tor verschwindet. Ich meine, nur weil wir Powerplay haben, heißt es ja nicht, dass, keine Ahnung, der Goalie drauf bleiben muss. Nächste Strafe oder was? Hallo Montreal, was macht ihr denn? Denken die hier irgendwie, das ist jetzt Basketball, Alter, wo du taktisch Fouls noch nehmen kannst am Ende? Ich weiß es auch nicht, aber jetzt sind wir drauf, ne? Jetzt ist absolute Crunch-Time. 2 Mann Überzahl, 5 gegen 3 und jetzt würde ich sogar im Franchise-Modus noch den Goalie zünden. Aber ja, ich befürchte, die KI macht's nicht. Ich würde das einfach mal befürchten. Absichtlich rausgeschossen. Nächste Strafe, gib ihm, Alter. Es ist halt eigentlich eine Strafe, wenn du mich fragst. Absichtlich rausschießen ist jetzt nicht so cool. Naja, im Endeffekt gibt uns das wieder nur Zeit. Wir müssen den Puck nicht holen. Von daher auch gut. Ja, spannende Partie übrigens. So, nächste Chance. Strawberry Junior aus was für einem Winkel. Aber wie gesagt, wie schon vorhin, das geht dann alles eher, wenn ich so einen Schuss rauspacke, eher darauf, dass sie sich dann den Rebound holen. So, nächste Druckphase. McCann versucht uns zu finden, findet uns nicht. Somit müssen wir aufpassen. 10 Sekunden noch. Wir bleiben jetzt vorne. Wir brauchen die Scheibe ganz zügig. Ganz, ganz zügig. Da kommt das Team aufs Spiel zu uns. Und jetzt abschließend draufhauen. Es bringt nichts. 3 zu 4 die Niederlage. Schade, aber richtig cooles Spiel.
Gegen Mitte der Partie circa war Montreal deutlich stärker. Am Ende kam Seattle nochmal gut ran aufgrund der ganzen Strafen, hat nochmal gut Druck gemacht. Hat mir gefallen. Leider das Ergebnis, das ist eine andere Nummer dann. Naja, somit freut sich der Redneck da mit der Fahne. Und wir machen weiter mit den Simulationsspielen. Drei Spiele haben wir heute noch in der Simulation bei den Columbus Blue Jackets, den Toronto Maple Leafs und einmal heim gegen die New York Rangers. Ja, das ist tatsächlich eine ganze Woche mit nur einem Spiel, also heute nicht allzu viel zu bieten in der Folge. Ja, aber ich denke auch das Spiel eben gegen die Canadiens, das war einfach super krass und hat für die Folge schon einiges rausgerissen. Wir gehen mal in die Simulation rein, ab nach Columbus. Mal gucken, was da geht. Ein paar Siege brauchen wir heute noch, also nur weil die Folge so cool war und das Spiel so cool war, können wir uns ja nicht drauf ausruhen. 1-4 geht dann allerdings weiter in die Niederlagenserie. Ja, komm, dann lass uns einfach mal gucken, ob wir vielleicht noch eine Chance haben bei den Maple Leafs, auch wenn die natürlich ziemlich krass dastehen. Ähnliche Werte, wenn nicht sogar ein bisschen besser als wir. Das ist natürlich dann auch nochmal wieder ein Spiel, wo es recht schwierig sein könnte, das zu gewinnen. Strawberry Jr. mit einem Treffer, trotzdem 1-2 der Rückstand. Das geht weiter mit dem zweiten Drittel und am Ende gewinnen wir 3-2 Toivonen und Godet. Wichtige Punkte, die wir hier wieder mitnehmen für die Playoffs. Falls ihr den Zwischenstand gerade mal sehen wollt in der Pacific Division, wir sind auf Rang 2 mit 59 Punkten, aber aufgrund der Spiele stehen wir noch ziemlich gut da. Wir haben nämlich bisher nur 49, das jetzt gegen die Rangers wird Spiel Nummer 50 und ja, wir können trotzdem noch über 60 Punkte kommen. Also das sieht im Gesamten sieht das noch ziemlich gut danach aus, dass wir auf Playoff-Kurs sind. Aber die Oilers, die sind super krass unterwegs. Ja, das könnte dieses Jahr wirklich heftig werden mit den Oilers, ob die vielleicht dann in den Playoffs dann auch eine größere Rolle spielen. 2-0 für die Rangers, 4-2, obwohl wir kurz ausgeglichen hatten. Jetzt gleichen wir aber aus im dritten Drittel. Strawberry Jr. und Blankenburg, den kenne ich gar nicht. Wo kommt er her? Ja, 4-4, auf jeden Fall ein wichtiges Tor geschossen. Ja, das geht dann trotzdem verloren, das Spiel in Overtime. Naja, ein Punkt. Somit haben wir genau die 50 voll gemacht. Die 60 meine ich natürlich. So, Gespräch mit unserem Coach. Hör mal, du musst mit mehr Körpereinsatz spielen. Du weißt, du spielst gerne ohne Körperkontakt. Hä? Aber du musst an deiner Aggressivität arbeiten. Jetzt werden wir auch noch kritisiert dafür, dass wir versuchen, fair zu spielen. Du musst in erster Linie aggressiver spielen. Ich will, dass du härter auf den Puck gehst. Jetzt ist Schluss mit lustig. Okay, zwei Story-Antworten. Ja, das beißt sich doch schon wieder irgendwie. Wir haben so, ja, die Challenge. Vielleicht werden wir fairste Spieler der NHL. Und jetzt haut er raus, mach in den nächsten 20 Spielen 20 Checks und 20 Poke-Checks. Ja, oder 20 Stockheber und verbringe weniger als 20 Minuten auf der Strafbahn. Ja, Stockheber ist halt so ziemlich Glücksspiel. Also da kannst du halt wirklich irgendwie Roulette drehen. Also von daher machen wir dann einfach mal 20 Checks und 20 Poke-Checks. Die Poke-Checks sind nicht so das Ding, aber in die Checks, da kommen wir halt gar nicht als rechter Flügel. Also mein Spielstil ist es ganz offensichtlich halt nicht. Nun denn, das war es erstmal von der heutigen Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Habt noch einen ganz besonders guten Tag und dann, ja, gucken wir in der nächsten Folge mal die nächsten Spiele an. Sofern keine andere Challenge dazwischen kommt, würde es mich enorm reizen, nach Los Angeles zu fahren, zu den Kings. Da mal gucken, was abgeht. Ich glaube, Leozino gefällt das auch ganz gut. Zumindest ist er ja so ein LA Kings Boy. So ziemlich, soweit ich das noch weiß. Oder Dallas Stars. Eins von beiden war es, glaube ich.